Irgendjemand hat seine Hemden Vikings Schüler-Headcoach Juri Zivko im Finale eingezogen gegen die Dragons in einem harten, umkämpften Spiel, schon in Wien, Grunddurchgang sehr knapp. Wie glücklich seid ihr jetzt über den Sieg? Na, mehr als glücklich. Ich bin momentan leider ein bisschen leer. Ich habe gerade meine ganze gesamte Energie jetzt in diesem Spiel verloren. Ich brauche jetzt sicher den morgigen Tag auch noch, damit wir am Montag wieder Vollgas geben und uns auf die Raiders vorbereiten. Das ist noch nicht ganz fix. Raiders spielen die Steel Sharks, die waren nicht so schlecht da, ja. Das stimmt. Aber wir haben gegen die Raiders gespielt und die sind sehr stark. Die Raiders. Okay. Die sind sehr stark dieses Jahr. Also wir haben zwar gewonnen, aber als Favoriten würde ich uns nicht bezeichnen. Die Dragons verdammt stark, also die haben sich toll gesteigert. Schon im Grunddurchgang habt ihr damit gerechnet, dass das so eine harte Aufgabe wird. Ich meine, ich sage es ganz ehrlich, das hätten genauso gut die Dragons gewinnen können heute. Natürlich, ja. Natürlich. Das haben wir aber auch gewusst vor dem Spiel, allein schon im Spielverlauf vom letzten Spiel. Ich habe auch mit dem Head Coach gesprochen, er hat leider in Innsbruck 7 Spieler nicht gehabt, sonst wäre die Partie dort sicher auch anders ausgegangen als 52-0. Gut, dann wünsche ich viel Glück fürs Finale, habt auch Heimrecht. Das einzige Finale hier, soweit ich weiß. Das einzige Wiener Finale haben wir jetzt, ja. Das haben die Schüler geschafft. Ja. Gratulation. Dankeschön. Danke dir. Dein Headcoach der Dragons Schüler, Christian Sandner, ein tolles Match den Vikings geliefert hier im Playoff. Sich leider knapp nicht ausgegangen. Enttäuscht mehr oder auch irgendwie happy über die tolle Leistung jetzt zum Schluss? Genau wie du sagst. Zwei Herzen wohnen in meiner Brust. Einerseits, dass es so eine knappe Partie war und wir leider verloren haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die Vikings und auch an deren Coaches. Sensationelle Leistung. Auf der anderen Seite bin ich natürlich extrem stolz auf mein Team, das sich in den letzten paar Wochen super gesteigert hat. Jetzt hat man den Titel vom Vorjahr nicht verteidigen können. Ich glaube, die Enttäuschung darüber hält sich aber jetzt in Grenzen, weil man sieht, man wäre dran gewesen wieder heuer. Ich denke, das ist immer so im Nachwuchsfootball. Das zeigt auch, welche Leistung manche Teams in den letzten Jahren gebracht haben, die also jahrelang ihre Titel immer wieder verteidigt haben. Ich denke, es ist jetzt ein dritter, vierter Mitspieler aufgetaucht, was die ganze Sache spannend macht. Und da ich mit Herzen im Nachwuchs bin, freut mich das natürlich. Ich wünsche mir eigentlich immer eine noch höhere Leistungsdichte. Der vierte Mitspieler ist jetzt wer bei den Schülern? In unterschiedlichen Altersgruppen, zum Beispiel die Steel Sharks bei den Schülern, ja, bei der Jugend habe ich gesehen, dass uns auch, also Steel Sharks haben wir nicht gespielt. Jugend gibt es noch ein bisschen ein Problem, schätze ich mal. Das zweite Spiel findet, glaube ich, jetzt gerade statt, um 13 Uhr in Innsbruck zwischen den Steel Sharks und den Raiders. Ja. Tipp? Ich halte den Steel Sharks die Daumen, denke aber, dass der Daniel und seine Truppe das über die Bühne bringen wird. Dann herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen, tollen Halbfinalspiel. Das hat große Freude gemacht, zuzuschauen. Danke. Und viel Glück auch noch für die nächsten Jahre mit diesem tollen Nachwuchs der Dragons, wo sich die Schüler ja am Schluss dann doch wieder als Meisterschaftskandidat herausgestellt haben. Ich danke. Danke.
Head Coach der Dragons, Markus Fehlinger. Im Grunddurchgang noch verloren gegen die Vikings, das wichtige Spiel jetzt aber gewonnen, sogar relativ deutlich gewonnen. Hast du das Spiel heute gesehen hier? Dass ein Heimspiel war, sozusagen am Platz der Vikings. Heimspiel würde ich nicht unbedingt sagen, dass es für uns war. Das war auch für die Junioren das erste Spiel in der Ravelinstraße, bis auf die, die bei der Europameisterschaft schon mitgespielt haben. Man muss aber auch sagen, wir haben es auch so angegangen. Wir sind gegangen, als wäre es ein Auswärtsspiel, es ist auch egal, bei der zweiten oder dritten Nummer heim- oder Auswärtsspiel. Man muss dieses Spiel gewinnen, um ins Finale zu kommen. Das erste Viertel war sehr eng, also überhaupt die erste Hälfte war noch hart umkämpft. Man hat sich dann irgendwie nach der Pause besser präsentiert als der Gegner, so viele sind von mir. Ja, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt stärker oder schwächer waren in der ersten oder zweiten Halbzeit. Ich glaube einfach, wir haben das, was uns im Happy Land noch gefehlt hat, wo wir nach der ersten Halbzeit ja auch vorne waren, haben wir einfach in der zweiten Halbzeit diesen Druck einfach aufrechterhalten. Und dem Versuch, das ganze Spiel eben Vollgas zu geben. Und ich glaube, das ist uns relativ gut gelungen. Den kommenden Gegner kennt man auch natürlich schon. Den hat man in Innsbruck, wo das Finale stattfinden wird, besiegt. Ganz knapp. Man erwartet wahrscheinlich wieder ein völlig offenes Match. Also Innsbruck ist ein ganz anderer Gegner als die Vikings. Sie sind körperlich sehr, sehr stark. Also nicht, dass die Vikings schwach werden, nur es ist halt ein anderes Kaliber. Ich sehe sie sogar leicht im Vorteil uns gegenüber. Wir müssen uns dann nächste Woche noch sehr genau vorbereiten und sehen, was wir da noch schaffen werden. Chancen? Ja, was soll man sagen als Headcoach? Ich will gewinnen. Ne? Prozente? 70-30 für uns. Damit sicher einmal Gratulation zu dem heutigen Halbfinalsieg und viel Spaß auf der langen Reise nach Innsbruck und viel Glück bei den Raiders. Danke sehr.